wir haben uns ein wenig beruhigt. Nein. Und gucken uns jetzt mal das, wie heißt das, Nautium an? Laponia. Genau, wo wir denn hier, in welchem Gebiet wir überhaupt sind. Denn hier gibt es ein ganz interessantes Museum, was hier zum Laponia Weltkulturerbe in Schwedisch Lappland gehört. Naturum heißt das, was wir uns jetzt gerade mal eben von oben angeguckt haben. Rundflug, genau. 40 Minuten. Also Fiskefly, ne? Können wir nur jedem empfehlen. Ja. Also hier sind wir in einem der vielen schwedischen Nationalparks. Hier sind sie alle aufgeführt. Ich hätte ja total gerne, Moment, ich muss erst mal checken, ob das hier rutschig ist. Nein. Ich hätte ja total gerne die Nummer 1 mir da oben angeguckt. Das ist nämlich der Abisko Nationalpark. Nur leider ist da die nächsten Tage einfach das Wetter so grottig, dass wir ja nun noch nicht zum Abisko Nationalpark fahren. Wir könnten rein theoretisch hinfahren, weil es sind nur 3 Stunden und 20 Minuten von hier entfernt bis Abisko. Das Wetter soll morgen toll werden und übermorgen auch gar nicht mal so schlecht. Aber meine Chefin hat gesagt, nee, noch weiter hochfahren. Da waren wir schon. So. Ich würde es machen. Naja, noch ist ja gar nicht entschieden, was wir jetzt die nächsten Tage machen. So, aber zurück zum Wesentlichen. Also hier gibt es eine Karte. Sag mal, gibt es im Abisko Nationalpark auch einen Flieger? Schaut sie. Einen Helikopter? So, hier sind wir dann beim Naturum Laponia. Hoffen wir mal, dass es heute auf hat. Ich befürchte, dass es nicht auf hat. Wir gucken mal. Ja, sehr schade. Die haben heute leider zu und machen auch erst am Donnerstag wieder auf. Da wir heute aber erst Dienstag haben, werden wir, glaube ich, nicht noch 2 Tage hier bleiben. Nein. Nein, weil das Wetter, ihr seht es gerade selber in meiner Brille, ich habe schon wieder hier Regensprenkler auf der Brille. Es ist jetzt nicht gerade so schönes Wetter heute. Wir haben es richtig super abgepasst. Ja, aber hier ist, glaube ich, nur das Café. Ja, aber trotzdem. Das musst du Schuhe ausziehen. Okay. Ja, und kriegst hier, genau, und kriegst hier Überstülper. Da, Überstülper. Und ohne Schuhe. Genau, und hier kann man dann reingehen und sich hier alles angucken. So schade. Bottenresort. Nee, genau. Vielleicht hätten wir da nämlich vielleicht endlich mal Schuhe gekriegt. Aber gut. Ja. Ist jetzt halt nicht so. Aber ich muss mal sagen, wir hatten einen total geilen Hubschrauberflug. Das war echt mega. Ich werde heute Nacht bestimmt kein Auge zumachen. Nee. Also jedes Mal, es wird heute, glaube ich, den ganzen Tag so gehen, das gehört jetzt 1000 Mal, ne, immer wieder. Ach, du hast schon von dem Hubschrauberflug erzählt? Ja, ich glaube. Ich lalle sogar schon, weil das wirklich, also es war echt oberhammer geil. Ja. Allein wieder losgeflogen ist, ja. So übers Wasser total, rüber. Ja, total das war cool. Total klasse. Also wir haben ja schon wirklich viel Spektakuläres gemacht. Waren auch in vielen tollen Ländern, haben schon wirklich viel von der Welt bereist, aber das zählt echt zu den Top 3 der mega tollsten Sachen. Wenn nicht sogar Top 1. Ja. Top 3 auf jeden Fall. Komm, ja. Ohne Scheiß. Komm, Malediven und der Flug mit dem Piloten, der barfuß war, war auch cool. Ja, das war auch cool. Ja, ja, stimmt. Aber das war jetzt nochmal eine ganz andere. Also für europäische Verhältnisse war das Nummer 1. Ja, war das weltweit schon, würde ich sagen, Nummer 2 oder 3. Ja. Wir müssten da mal in uns gehen und überlegen, was wir alles schon erlebt haben. Aber das stimmt schon, auf den Malediven mit dem Piloten, mit der Zweimotorigen, der dann mit Flipflops geflogen ist. Das war schon cool. Ja, so, aber hier, es geht jetzt auch nicht um die Malediven, sondern wirklich eher darum. Da drüben ist nämlich der Wasserfall, wo man hinlaufen kann, wurde uns gerade erzählt. Da sind wir gerade noch rübergeflogen. Der wird übrigens hier auch abgebremst. Also der ist nicht mehr so stark, wie er früher mal war. Den hat man wirklich so umgeleitet und abgebremst, dass er hier keinen Schaden mehr anrichten kann. Boah. Also ich würde sagen, wir fahren, so, jetzt mal die Straße hier bis zum Ende, gucken, was uns auf dem Weg noch so alles blüht. Ja. Und dann würden wir sagen, essen wir mal einen kleinen Happen. Und dann überlegen wir mal, was wir jetzt so die nächsten Tage weitermachen sollen. Wie gesagt, sehr schade, dass das zu hat. Also im Moment jetzt geöffnet im September und im Oktober nur von Donnerstag bis Sonntag. Falls also jemand hier mal in der Nähe ist zu der Zeit,
Ich kann es auch gleich nochmal vorlesen, wenn wir am richtigen Fenster sind, wo es dann dran steht an der Tür. Das hätten wir uns wirklich hier gerne angeguckt. Wir können natürlich aber da vorne auch nochmal hinlaufen, weil hier sind überall so tolle Bohlenwege, wie ihr sehen könnt. Guck mal, hier gibt es überall so tolle Bohlenwege, wo man hier schön einmal links laufen kann. Das machen wir gerade nochmal. Wir müssen uns dringend mal ein bisschen die Beine vertreten. So, und hier sind die Öffnungszeiten von dem Naturum. Und wie ihr seht, damit es auch keiner nicht versteht, dass hier zu ist, ein großes Umhängeschloss, dass man sieht, dass hier zu ist. So, genug gesabbelt. Wir gehen jetzt hier nochmal ein bisschen, uns die Beine vertreten. Ja, und dann überlegen wir mal, was wir heute noch so Schönes machen und wie die nächsten Tage hier so verlaufen werden. Wir sind sogar noch einen weiteren Tag im Stora Sjöfallet Nationalpark geblieben, denn nirgendwo auf der ganzen Lappland-Tour haben sich die Herbstfarben so gezeigt wie hier. Unglaublich!
Habt ihr schon mal solche Farbexplosionen erlebt? Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare. Weil es hier unendlich viele Wandermöglichkeiten gibt, haben auch wir kurzerhand Paul verparkt, dicke Botten angezogen, ab nach draußen und haben nochmal richtig tolle Aufnahmen gemacht von dieser fantastischen Landschaft. Kleines Kurzfazit zum Nationalpark muss man unbedingt gemacht haben. Genau. Das spiegelt gerade gut wider, was hier sehr wichtig ist. Also, ein großes Anliegen. Sagen, musst du sagen, auf der gesamten Strecke darfst du 90 fahren. Also rein theoretisch kann man hier 90 fahren. Rein praktisch fahren wir an den meisten Stellen zwischen 50 und 39 Stundenkilometer, weil wir jetzt diese Strecke schon einige Male hier in den letzten 2,5 Tagen hier hin und her gefahren sind.
Und die ist einfach drauf. So extrem mit Schlaglöchern behaftet. Also das ist schon, das also ist schon kriminell. Ja nicht, nee, das sind Absenkungen so, in der Straße, ja, die du auch fast gar nicht siehst. Oder Erhebung in der Straße, genau, die du fast gar nicht siehst. Genau. Und wenn du mit 90 da drüber nagelst, das schüttelt schon mal das Ganze im Steck, aber richtig. Aber richtig, genau. Danach muss man erstmal sehr vorsichtig die ganzen Luken wieder aufmachen. Es könnte nämlich durchaus sein, dass euch euer ganzes Inventar entgegengeflogen kommt, wenn ihr es nicht gut gesichert habt. So. Das war jetzt ein Teil zu der Strecke. Warte, ein Streckenteil noch dazu. Bitte. Wenn du wirklich manche Stellen mit 90 drüber nagelst oder durchfährst, könntest du dir sogar die Achse zerschlagen. Ja, also das ist wirklich, die Federung. Das ist wirklich kein Spaß. Das ist wirklich heftig. Der Weg hierher ist wirklich sehr krass. Atemberaubend. Aber ehrlich. Sehr gut für die Bauchmuskeln, weil du krampfst vor jedem Loch zusammen. Ja. Schaff ich es oder schaff ich es nicht? Ja. So, das war jetzt unser Kommentar zu der Strecke an sich. Zum Park. Zum Park. Wunderschön. Hier waren wir garantiert nicht das letzte Mal. Der absolute Oberhammer. Ja, absolut. Ohne Scheiß. Unabhängig von dem Helikopterflug. Ja, natürlich. Ja. Vor allem im Herbst diese Farben und die Lichtspielereien auf dem Wasser ist einfach fantastisch. Du wunderschön. Bergen oben schon den ersten Schnee. Einfach ein Traum. Ja, wunderschön. Und es ist nichts los. Gar nichts. Nee, das stimmt. Im Moment ist wirklich, wir sind jetzt hier in den letzten 2,5 Tagen vielleicht drei Camper haben wir hier gesehen. Sonst ist hier wirklich gar nichts los. Aber bitte denkt dran, dass ihr hier im Nationalpark nur an den ausgewiesenen Parkplätzen stehen bleiben dürft und nicht einfach hier irgendwo in der Walachei. Das wäre richtig toll, wenn sich alle daran halten würden. Und also das ist uns ein wirklich großes, besonderes Anliegen. Haltet euch dran, dass man sich hier nur auf den Wegen aufhält, dass man hier nicht querbeet läuft. Das ist hier wirklich ein geschütztes Naturreservat und das soll auch bitte schön so bleiben. Es ist wirklich schade, wie sich einige hier immer wieder benehmen, wie man einige Wege hier zugepflastert mit Papiertaschentüchern findet. Nee, muss echt nicht sein. Ja. Ansonsten, das ist in eigener Sache. Ja, ansonsten ist es hier wirklich, wie Günni schon gesagt hat, traumhaft schön. Hier waren wir garantiert nicht das letzte Mal. Es gibt hier so einige Sachen, was man hier ganz toll machen kann. Hier gibt es super tolle Wanderwege. Wer hier nicht wandern möchte, der kann hier auch bis nach Ritzem durchfahren. Mit dem Automobil. Eine traumhafte Strecke, die man unbedingt gefahren haben muss. Aber wie gesagt, denkt dran, ihr seid hier 56 Kilometer nur am Wasser entlang. Ja, wunderschön. Wirklich allerdings wunderschön. Ja, wunderschön. Lasst euch Zeit. Genießt diese Ausblicke, die ihr hier habt, den Park an sich. Es gibt auch Hüttenwanderungen, die ihr machen könnt. Ja. Über mehrere Tage. Die Hütten sind kostenlos und stehen ungefähr alle 10 bis 20 Kilometer auseinander. Je nachdem, wie anspruchsvoll das Gebiet ist, wo die Hütten stehen, was ihr bewandern wollt, umso schwieriger das Gebiet, umso enger sind die Hütten zusammen. Ja. Informiert euch. Man kann sich auch abholen lassen, also man kann auch eine ganze Ecke wandern. Man kann sich dann auch dort vom Heli abholen lassen. Man kann auch sich rausfliegen lassen und von da dann zurücklaufen, so wie das ja auch im Abisko Nationalpark ja auch möglich ist. Informiert euch, macht das, guckt euch diese wunderschöne Natur hier an, egal auf welchem Wege. Ach so, hier fährt sogar ein Boot, man kann das auch hier auf dem Wasserwege machen. Einfach ein Traum, den man wirklich gesehen haben muss, wenn nicht gut zu Fuß ist. Wie gesagt, es geht auch alles mit dem Automobil. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg und werden jetzt weiterfahren Richtung Jokkmokk. Jokkmokk, genau. Und da werden wir jetzt erstmal kurz entsorgen und dann voll tanken. Genau, müssen wir schon wieder tanken. Und dann werden wir uns erstmal Richtung Wilhelmina aufmachen und dann gucken wir mal, werden wir ein bisschen wetterabhängig machen, wie die nächsten Tage so verlaufen. Das haben wir uns jetzt noch nicht so richtig gut überlegt. Da machen wir uns morgen früh mal Gedanken drum, wie das jetzt so weitergeht. Thank you.
einen ganz tollen Laden ausfindig gemacht. Voll cool.